Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac of the Earth Plus. In der letzten Folge haben wir unseren Windstrake krass verbessert hier. Ich habe jetzt eine Windstrake von 9. Und in der letzten Folge mussten wir The Lost spielen. Und da ich The Lost gespielt habe und sogar als The Lost gewonnen habe, probieren wir heute eine Challenge aus. Und zwar die Ultra Hard Challenge. Die habe ich schon mal irgendwann probiert, vor einem Jahr oder so. Ihr seht ja, ich habe ja noch zwei Challenges, die ich machen muss aus der Afterbirth Plus Edition. Und die Ultra Hard Challenge ist halt eine davon. Und ja, die werden wir heute probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich spielen will, aber wir machen es einfach mal. In der Ultra Hard Challenge geht es darum, dass es immer, ich glaube, eine XL-Ebene ist oder vielleicht auch nur in der ersten Ebene, da bin ich mir nicht allzu sicher. Auf jeden Fall haben wir von Anfang an, wie ihr seht, den Schlüssel, beziehungsweise beide Schlüsselpaare. Und die sind dafür da. Oh, das ist schon mal sehr schön hier. Das ist ein sehr schöner Raum. Ach nee, doch nicht. Stimmt, da kommt gleich noch was, Leute. Dieses Schlüsselpaar macht oder gibt schon zu bedenken, dass man nämlich zu Mega-Satan muss. Das ist ja der Schlüssel für Mega-Satan. Und wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, als ich den blauen Stein aufgesprengt habe, in dieser Challenge droppen keine Herzen. Weder blaue, noch rote, noch weiße, noch irgendwas, was gibt es sonst noch für Farben. Droppt alles nicht. Das heißt, wir müssen mit unseren drei Leben, die wir von Anfang an haben, klarkommen. Lebensupgrades kann man natürlich trotzdem bekommen. Hier, du kannst mal das Ding aufsprengen und mir... Okay, schade. Aber kann ja trotzdem immer das Molrock drin sein. Deswegen sollte man eventuell trotzdem die ganzen blauen Steine aufsprengen. Auf jeden Fall gibt es keine Herzdrops. Es gibt trotzdem goldene Räume. Das ist schön. Lol, einfach gar nichts drin. Danke, dass du meinen Schlüssel aufgebraucht hast. Und deswegen muss man quasi Items holen, die einem Leben geben. So wie dieses... Oh, so wie dieses Leech-Ding zum Beispiel. Oder das Vampir-Teil, das einem halt passiv Leben dazu gibt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut für diese Challenge. Was gibt es sonst noch? Es gibt einen Shop, es gibt goldene Räume. Das geht. Ansonsten müssen wir zu Satan, die Satan-Reihe abgehen. Also wir müssen gegen Satan kämpfen. Ach, und noch ganz wichtig, was wichtig ist für diese Challenge. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall Curse of the Labyrinth, wir haben Curse of the Unknown. Wir wissen also nicht, was für Items wir mitnehmen. Weil da dann überall dieses Fragezeichen ist. Und irgendein Curse war da, glaube ich, noch. Curse of the Lost war da, glaube ich, noch. Und Curse of the Maze, wie man ja eben auch schon gesehen hat. Beziehungsweise Curse of the Maze ist der Curse of the Labyrinth. So, genau. Wir sehen nicht, was für Dinger wir bekommen. Mom's Wick ist ganz nett. Ich glaube, die macht, dass wir ab und zu mal Spinnen bekommen. Und Big Chubby, ja, von mir aus, macht auch Damage. Finde ich nicht ganz so kacke. Und da wir jetzt The Lost in der letzten Folge gespielt hatten und da auch sehr, sehr wenig getroffen wurden, dachte ich mir einfach... Wäre das doch eine gute Challenge für uns, wo wir jetzt gerade sowieso im Saft sind und nicht so häufig getroffen werden. Ist so eine Challenge vielleicht ja mal machbar. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Sache ist, wir sollten vielleicht... Kommt drauf an. Pillen sollten wir auf jeden Fall nicht verwenden, weil da immer eine Hämat... Wie heißt die? Hämatemesis oder sowas? Diese Pille, die deine ganzen roten Herzen wegmacht und dann droppen so rote Herzen auf den Boden. Das geht auch nicht, weil dann verliert man einfach nur seine ganzen roten Herzen, aber... Es droppen halt keine Herzen und deswegen werden dann die Herzen einfach weg. Das wäre dann eine doppelt und dreifache Bachelor-Pille. Und das wäre kacke, Leute. Das wäre richtig kacke. Ja, mal gucken, was dieser One für uns offen hält. Ich glaube, der ist auf jeden Fall immer random. Jedes Mal, wenn man sie neu macht. Also die Challenge ist nicht immer dieselbe, sondern der Seed ist immer anders. Sonst wäre das ja auch langweilig und zu einfach. Achso, und ich habe ich erzählt, dass die Gegner und Bosse Champion-Form sind? Ich glaube noch nicht. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Oh, der Speeder-Pille ist nice. Und die Bosse, wenn es möglich ist, werden Double-Trouble-Bosse sein. Heißt, sie werden immer wieder, da man ja schon vermuten lässt, immer zu zweit im Raum rumgammeln. Und das ist super nervig. Das heißt, statt ein Monstro werden es dann zwei sein, etc. Immer zwei Bosse bei den Bossen, wo es möglich ist. Ich glaube, bei Wackman ist das nicht möglich und deswegen geht das hier noch nicht. But I don't know. Was weiß ich schon von diesem Spiel mit meinen 350 Spielstunden? Pff. Aber ich glaube, ich hatte recht auf jeden Fall mit der Mom's Wick, dass die ab und zu mal Spinnen spawnen. Ich weiß nicht genau wann. Anscheinend, man muss dafür nicht mal Leute treffen, sondern die spawnen einfach so, wie es scheint. Das ist also nicht so wie Gabi oder Mulligan, sondern das ist einfach random. So ein bisschen wie das Rotten Baby, dass er ab und zu auch mal Fliegen spawnt. Aber ich glaube, der spawnt immer die Fliegen, sobald eine Fliege weg ist. Okay, wir müssen mal irgendwie... Der Chub ist, glaube ich, hier ganz gut bei diesem Fight. Aber ja, Bosse, auf jeden Fall auch immer eine Champion-Form. Oh Gott, deswegen ist er hier auch super nervig. Ich bin ein bisschen froh, dass er zumindest nicht schießt. Oh Gott. Und wir müssen halt wirklich richtig krass aufpassen, dass wir nicht allzu viele rote Herzen verlieren. Ich glaube, der Shop ist ganz gut für uns hier gerade.
Weil wir halt keine Möglichkeit haben, unsere Herzen so richtig gut aufzufrischen, da es keine Herzen drops gibt. Okay, endlich ist der Tod. Ich habe die Befürchtung, dass dieser Part sehr, sehr lang gehen wird oder sehr, sehr kurz, weil ich einfach viel zu schnell sterbe. Das kann auch sein. Aber wir wollen auf jeden Fall, wow, alles mitnehmen, was geht. Ich weiß nicht, dann müssen wir gleich nochmal zurücklaufen. Die Sache ist halt, mit diesen ganzen Curses, die wir hier haben, ist das auch nicht gut für mein Gehirn. Ich bin nicht gut in Maps in meinem Kopf zu rekapitulieren. Mom's Heals, Rage Up, ja, okay, 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 ist okay. Wir gehen hier trotzdem mal kurz rechts rein. Stachelräume lohnen sich an sich auch nicht. Da können natürlich gute Items drin sein. Moment, was? Ach so, wir wurden... Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich hasse diese Curses. Okay, wir haben hier eine Bombe, wir haben eine Münze. Ne, gut, ich will hier nicht mehr sein. Ich gehe jetzt zum zweiten Boss. Hallo, Little Horn. Auch kein Double Trouble. Ich glaube, das beginnt dann wirklich ja erst in den Caves. Mit diesen Trouble, Double Wubble Action. Ich habe mich natürlich informiert davor, was in dieser Challenge so los ist. Und da stand auf jeden Fall drin, dass es Double Trouble Action ist. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber zumindest ist das so eine Superform. Achso, und wir müssen in die Dark Chest gehen. Und da werden keine... Mr. Dolly, okay. Finde ich nicht schlecht. Da werden keine... Achso, das ist jetzt auch Kacke hier. Da werden keine Items sein in der Dark Chest. Was machen wir denn jetzt? Wir verlieren einen ganzen Herzcontainer, das wäre Kacke. Es kann natürlich irgendwas Geiles sein. Was könnte denn geil sein? Die satanische Bibel wäre geil, wenn wir die hier bekommen könnten. Book of Revelations übrigens auch. Alles, was uns halt so blaue Herzen gibt. Oder der Nagel. Aber ich glaube, beides wird 2 Herzen kosten. Deswegen können wir das eigentlich hier liegen lassen. Und dann gehen wir halt auf Angel Deals. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Angel Deals kosten halt keine Herzen und sind meistens auch sehr gut. Wir gehen auf Angel Deals, Leute. Solange wir keine Lebensupgrades bekommen, gehen wir auf Angel Deals. Es sind anscheinend immer XL-Ebenen. Das finde ich interessant. Dann wird dieser Part wahrscheinlich doch nicht so lange gehen. Weil XL-Ebenen, die vereinfachen das Leben ja schon sehr. Außer der Curse of the Labyrinth schickt dann immer irgendwo hin. Ach, und wichtig ist auch noch, dass die Champion-Form, die droppen ja eigentlich immer Sachen, aber in dieser Challenge nicht. Und was schaltet man frei, Leute? Man schaltet natürlich dieses komische Sacred Heart frei. Nee, Sacred Heart ist falsch. Child's Heart. Man schaltet Child's Heart für Samson frei. Dann hat er das Trinket von Anfang an. Und das macht ja, dass ab und zu mal ein halbes Herz oder so droppt. Ist also ganz nett für Samson, wenn man das von Anfang an mit ihm hat. Weil der profitiert ja in der ganzen Ebene davon, wenn er ab und zu gehittet wird. Und wenn dann ab und zu nochmal ein rotes Herz rauskommt, dann ist das schon echt gut, Leute. Also Samson wird dadurch noch einfacher, als er sowieso schon ist. Das ist doch schön, Leute. Ich habe auch überlegt, ob wir mal den Ultra Greed Run machen, weil ich habe mit fast gar keinem Charakter den Ultra Greed Run. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das... Maggie's Bow, okay, finde ich gut. Haben wir ein Lebensupgrade dazu bekommen? Habe ich mir überlegt, ob ich das privat irgendwie spiele, weil das nicht so cool ist zum Anschauen, finde ich, weil man halt immer im selben Raum bleibt und es gibt ja halt nur einen Shop, wo man dann Sachen kaufen kann und am Ende kommt halt Ultra Greed, gegen den man dann einfach verliert. Und ich weiß nicht, den Ultra Greed anzuschauen, fand ich bei anderen YouTubern mega langweilig damals und ich finde allgemein den Modus langweilig, aber ich muss ihn irgendwann machen, damit ich da halt die ganzen Sachen freischalte, weil da kriegt man anscheinend auch noch ein paar Items, die man freischalten kann. Aber ja, das wollte ich privat machen und dann habe ich aber erfahren, dass wenn ich den privat spielen würde und da verlieren würde, was eine sehr hohe Chance hat, dass ich da verliere, dass dann meine Winstreak weg ist. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich erst machen, wenn ich einmal verliere in dem Random Strike, den wir gerade haben. Denn den wollen wir natürlich so weit ausbauen, wie geht. Und das... Oh. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ah, mein schönes Leben und meine schöne Devil Deal Chance. Du Verdammter. Was bist du auch so unsichtbar? Ah, dieser Raum ist nervig. Diese Viecher sind so schon nervig und jetzt sind die hier auch noch in so einer Champion-Form, haben also noch mehr Leben. Vor allem ziehen sie einfach ein ganzes Leben ab, wenn sie treffen. Aber die bringen uns zumindest, dass wir ein paar schöne Spinnen uns hier spawnen können. Das ist auch ganz nett. Eine nette Sache zumindest. Ja, ansonsten war ich gestern in einem Schnitzelladen. Hier in der Nähe hat ein Schnitzelladen aufgemacht. Ist ein bisschen teuer. Also ich glaube, wenn mich da nicht eingeladen worden wäre, dann wäre mir das zu teuer. Ein Schnitzel für 15 Euro oder so. Dafür war es auch richtig, richtig lecker. Aber selbst würde ich mir das wahrscheinlich nicht leisten können. Ich armer kleiner Studenten, Schüler, eigentlich nur Schüler.
Wo sind die goldenen Räume? Ich will noch nicht zum Boss, ehrlich gesagt. Mit unserer 18%igen Chance hier nur. Ja, komm. Einen nehmen wir mal mit. Einen kleinen Beutel nehmen wir mal mit. Ja, der hat sich gelohnt. Da können wir auch noch einen zweiten Beutel mitnehmen. Geil. Hoffentlich läuft das jetzt immer so. Auf jeden Fall habe ich da ein richtig geiles Schnitzel gegessen. Oh, nice. Aber nice, wir nehmen alles mit, Leute. Alles. Mit so einer richtig geilen Paprikasoße. Paprikasoße ist richtig geil. Und da wollte ich euch fragen, Leute, mögt ihr Paprika? Meine Mutter hasst Paprika. Die sagt immer, das stinkt und so, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil Paprika riecht irgendwie nach gar nichts. Okay, gebraten? Schon, klar. Da hat es irgendwie so einen Geruch, aber auch nicht schlimm. Ja, könntest du ein bisschen weggehen? Okay, danke. Bitte sperr mich nicht hier in die Ecke ein. Das wäre voll toll von dir, du komischer Bomberman-Typi. Ja, wir müssen ihn schnell töten, bevor er uns irgendwo einsperrt. Oh Gott. Ich glaube, wir bleiben hier lieber in der Mitte. Dann können wir hier immer im Kreis laufen. Dann kann er uns nirgendwo einsperren. Oh, nein, wir hätten ihn eben einsperren können. Oh nein, ich hätte dich mit deinen eigenen Waffen schlagen können. Endlich mal ein Spacebar-Item. Das finde ich nett. Oh, noch mehr Bomben. Jetzt haben wir einfach unendlich Bomben, Leute. Und das ist schönes Damage. Guck mal, jetzt können wir das hier immer richtig geil einsetzen. Pow! Richtig stark, das Teil. Okay, also bisher läuft dieser One ganz gut. Unseren Leben geht's nicht so geil, aber wir haben schon ein Lebensupgrade bekommen. Ist ein bisschen sehr schade, dass wir den Devil Deal, unsere Devil Deal Chance, so leichtfertig weggeschmissen haben. Aber kriegen wir trotzdem hin, Leute. Wir haben ja auch immer noch, naja, fast eine 1/5 Chance, dass zumindest der Devil Deal kommt. Aber wo sind denn jetzt die goldenen Räume? Ich hasse das, wenn man so lange auf goldene Räume warten muss. Was haben wir hier? Hallo? Bist du etwas Tolles? Oh, 3 Münzen? Doch, so viel? Ist ja mega. Da können wir ja schon fast in den Shop gehen. Geil. Ich freue mich. Ach man, Leute. Ja, ja, Schnitzel. Früher habe ich Schnitzel immer mit Ketchup gegessen, aber das ist ja sowieso verpönt, oder? Supermagnetic Pulse. Was macht das? Rotten Penny? Ich weiß beides nicht. Ich denke mal, der Rotten Penny macht, dass wir ab und zu mal Fliegen spawnen, wenn wir Geld einsammeln. Fragezeichen. Ich denke mal schon, deswegen hatten wir eben 3 Fliegen. Also eigentlich ein sehr nettes Item. Hatte ich so, glaube ich, noch nie dabei. Ja. Aber heutzutage esse ich meine Schnitzel nicht mehr mit Ketchup. Das ist irgendwie so ein Kinderding, dass man einfach alles mit Ketchup isst. Aber da schmeckt mir das Schnitzel ja eigentlich gar nicht mehr, sondern einfach nur noch das Ketchup. Die Konsistenz von Schnitzel ist natürlich trotzdem mega geil. Aber so mit so einer geilen Paprikasoße macht Schnitzel schon was her, Leute. Probiert das mal. Paprikasoße. Ich glaube, das ist ein Zigeunerschnitzel dann, ne? Ja, Zigeunerschnitzel. Wäre richtig gut. Und dann habe ich nur für die Pommes, die dabei waren, noch Ketchup genommen. Hallo, was bist du denn? Jacob's Ladder, Electric Tears. Oh, das ist, glaube ich, gut. Wenn die irgendwo aufprallen, genau. Dann machen die so einen Elektroschock. Mega geil. Finde ich gut. Habe ich nichts gegen. Kann hier der Geheimraum sein? Bitte? Wäre voll geil. Geil. Dann kommen wir sogar in den Stachelraum, Leute. Oh, Manni. Ganz viele Fliegen. Und sogar ein Luck-Up. Okay, gefällt mir. Diese Tränen sind mega gut. Also gerade ist das Spiel nett zu uns. Noch ein paar Fliegen, wie es aussieht. Geil, vor allem wir produzieren so richtig viele Fliegen und Spinnen. Okay, ein goldener Raum fehlt noch. Ich versuche in meinem Kopf irgendwie eine Karte zu bilden, aber ich scheitere kläglich daran. Da ist der zweite. Hä, waren wir da schon drin? Ich versuche eine Map in meinem Kopf zu bauen, aber irgendwie scheitere ich daran. Oh, da ist der zweite goldene Raum. Waren wir da schon drin? Ja, okay, was war denn da? Ach, Mom's Bow. Da haben wir ein Lebensupgrade, glaube ich, bekommen, ne? Ich glaube schon. Wo war jetzt der Boss? Irgendwo hier oben? Okay. Also so ganz bisschen habe ich... Hä? Waren wir hier noch nicht drin? Okay, interessant. Ein ganz bisschen habe ich anscheinend doch eine Map geformt in meinem Kopf. Aber so richtig auch nicht. Oh, cool. Joker? Nee. Oh, Ace of Spades? Oh, beides ist richtig gut. Warte, nein, gib mir die Ace of Spades. Hä? Wo ist die Ace? Die hier. Ace of Hearts meine ich natürlich. Hä? Meine ganzen... Was? Wo sind meine Karten hin? Nein, Ace of Hearts hat alles, was im Raum ist, in rote Herzen verwandelt. Ich dachte, das macht... Ach, das war gar nicht Tour of Hearts. Ich dachte, das verdoppelt unsere Herzen, die wir gerade haben. Nein, da war eine Sun-Karte. Und das andere habe ich schon wieder vergessen, was das war. Die Sun-Karte hätte uns voll geheilt. Oh nee, das war jetzt richtig dumm. Wir hätten uns einmal voll heilen können. Oh, da gibt mir das Spiel so nette Karten. Und ich verdäumel die einfach. Naja, unsere Tränen sind auf jeden Fall mega nice. Ultra mega krassi nicey. Nämlich HP ab? Fragezeichen. Oh, ein Knochenherz.
Okay, das wollen wir natürlich behalten. Aber wir haben immer noch kein Double Trouble. Aber wir sind auch immer noch nicht in den Caves. Von daher... Ist das schon alles noch richtig? Doch, die sind Double Trouble. Ach, der sagt das gar nicht? Ich dachte, der sagt das immer am Anfang. Double Trouble, wie auch immer der hier heißt. The Frail heißt der, glaube ich. Willst du nochmal schießen? Hör mal auf zu schießen hier. Pow, pow, pow. Nee, ich mag dein Laser nicht. Laser sind böse. Oh, diese Tränen. Ich liebe diese Tränen. Die haben wir viel zu selten. Okay, erster weg. Zweiter auch weg. Gibst du mir einen... Wir kriegen tatsächlich einen Angel Deal. Wie geil ist das denn? Wir nehmen dich trotzdem mit. Damage up. Finde ich nice. Finde ich nice. Und das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Prayer Card. Prayer Card. Gibt uns auf jeden Fall ein weißes Herz. Dann würden wir in jeder Ebene... Sind ja auch XL-Ebenen. Wenn wir ein paar rote Herzen farmen können. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit. Hatten wir hier noch irgendwo Batterien? Ich bin mir nicht sicher. Weiß auch nicht, ob wir einen Shop hatten. Aber ich hab keine Lust, da nochmal rumzulaufen. Das macht mein Brain einfach kaputt, wenn ich da die ganze Zeit rumlaufe. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und wieder eine XL-Ebene. Ja, ja. Hallo, wie geht's denn so? Ich habe eine Prayer-Card, müsst ihr wissen. Ich glaube, das ist richtig gut. Dieser One ist richtig gut. Ich glaube, wir schaffen das richtig easy. Und da haben wir eine. Hier, weißes Herz. Wir werden die immer einsetzen, sobald wir können. Dann kriegen wir eventuell pro Ebene 3 weiße Herzen. Das ist irgendwie das Ziel. Und dann würden wir pro Ebene 2 rote Herzcontainer bekommen. Und dann können wir theoretisch sogar Devil-Deals mitnehmen. Weil dann fahren wir ja so viele HP-Ups, dass das schon kein Gewicht mehr hat. Geil. Läuft auf jeden Fall viel besser als, glaube ich, vor einem Jahr, als ich das mal gemacht habe. Das ist doch schön. Ja, ansonsten habe ich so ein komisches Zucken in meiner linken Augenbraue nur. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mal nachgeguckt im Internet, was das sein könnte. Das habe ich vor allem schon seit 3 Tagen. Wäre das nur einmal kurz vor 5 Minuten oder so, dann würde ich mich da gar nicht drum kümmern. Das habe ich öfters. Aber das habe ich jetzt schon seit 3 Tagen, dass das immer wieder zuckt. Habe ich mal geguckt und anscheinend ist das Magnesiummangel. Warum auch immer der Körper irgendwas... Magnesium ist doch ein Metall, oder? Warum auch immer der Körper Metalle braucht. Ja, und da stand auf jeden Fall drin, dass das Magnesiummangel sein soll und dass das kommt durch Stress und... Stress und Übermüdung und so. Und da habe ich dann gleich daran gedacht, dass das an Osu liegen muss. Vor allem, ich spiele ja erst seit 3 Tagen. Seit ich Osu spiele, habe ich diese komischen Zuckungen. Also wahrscheinlich stresst mich Osu sehr. Weiß auch nicht. Vielleicht nicht so gut für meinen Kopf. Weil dann muss ich ja immer so hin und her gucken mit diesen ganzen Circles, um die richtig hitten zu können. Und... Ja, wahrscheinlich gefällt das meine Augenbraue nicht. Ich krieg da jetzt irgendwelche Anfälle, Leute. Habe ich ja bald einen Herzinfarkt. Wegen Osu. Fand ich ganz witzig, Leute. Vielleicht ganz witzig. Magnesium-Mangel ist witzig, Leute. Aber ich will mir jetzt nicht schon wieder... Danke. Ich will mir jetzt nicht schon wieder irgendein Lebensmittel-Ergänzungsmittel holen. Weil dann nehme ich 3 Pillen am Tag und das ist mir zu viel, Leute. Das geht nicht. Ich will mich ja nicht nur von Nahrungsergänzungsmitteln vollfressen. Die Sache ist halt, Magnesium ist anscheinend nur in irgendwelchen Nüssen drin, wovon ich wirklich sehr wenig esse. Oder in Bananen. Und Bananen hasse ich ja wie die Pest. Bananen schmecken so eklig. Ist ja denn, man macht Sport und dann so eine schöne kalte Banane, dann ist das okay. Aber sonst mag ich den Bananengeschmack irgendwie gar nicht. Warum das beim Sport anders ist, keine Ahnung. Vielleicht sind da dann die Geschmacksknospen irgendwie anders, dass die irgendwie... Weiß ich auch nicht, Leute. Dass die dann... anders aktiviert werden? Kein Plan. Aber nach dem Sport schmecken Bananen eigentlich ganz geil. Zumindest kalte Bananen, wenn die noch so ein bisschen bissfest sind. Warme Bananen schmecken schon mal gar nicht. Das ist auch so ein Thema. Mögt ihr warme Sachen? Warmes Obst oder warmes Gemüse? Ich mag zum Beispiel Tomaten richtig, richtig gerne. So kleine Cherry-Tomaten, die dann so schön im Mund aufplatzen. Das liebe ich. Oh, hier ist der Boss. Wenn die kalt sind, finde ich es richtig geil. Aber ich hasse... Tomaten, wenn sie warm sind. Wenn sie warm gemacht wurden oder wie auch immer. In der Tomatensauce mag ich sie natürlich schon. Aber wenn die irgendwie warm gemacht wurden, igidigit. Und es gibt ja auch Leute, die warme Bananen essen. In allen möglichen Formen. Ob das jetzt in so einem japanischen Restaurant ist, dass die Banane dann... Das sieht mir sowas von so aus, als wenn hier der Geheimraum wäre. Ob das so eine frittierte Banane ist? Nein? Lol, okay.
Oder beim Grillen gibt es das ja auch, dass man eine Banane warm macht und dann mit Zucker irgendwie isst. Und die ganz coolen Leute packen da dann auch noch... wie heißt das? Whisky oder so? Irgendein Alkohol drauf und brennen dann die Banane an. Oder ist das alles ganz toll, sagen die. Aber ich mag das gar nicht. Dann ist die Konsistenz auch so mega eklig. Warme Bananen, davon muss ich kotzen. Das erinnert mich irgendwie an Sperma, wenn man das so sagen will. Denkt jetzt bitte nichts Falsches, aber so stelle ich mir Sperma vor. Ja, dann habe ich immer so einen Wirkreiz. Ist nicht gut, Leute. Hatten wir jetzt schon die goldenen Räume hier? Wir haben, glaube ich, eine Spritze bekommen in einen goldenen Raum. Ich hätte halt gerne mal einen Shop. Laut Internetseite gibt es Shops in dieser Challenge. Ich meine, wir haben auch genug Geld für einen Shop. Noch mehr Geld? Wo sind wir denn eigentlich? Hier waren wir schon. Waren wir da oben? Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Spiel! Hier waren wir anscheinend noch nicht. Okay, immerhin. Und wir wollen ja auch irgendwie unsere goldene Karte vollkriegen. Beziehungsweise unsere weiße Karte. Beziehungsweise unsere komische Karte. Oh nein, mein Herz ist weg. Lull. Nein, willst du mich verarschen? Jetzt ist mein Devil-Deal wieder weg. Ach, komm schon. Aber wir haben ja eben auch einen Angel-Deal bekommen, von daher. Alles cool, Leute. Wir haben Glück in diesem One. Wir haben Glück, bestimmt. Das nächste Glück kommt garantiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir beide goldene Räume hatten. Kacke, das sollte ich mir vielleicht merken pro Ebene. Ich weiß, dass der Boss irgendwie unten rechts ist. Okay, ich habe neue Räume gefunden. Zumindest. Also wird hier wahrscheinlich irgendwo ein goldener Raum sein, oder? Oder zumindest der Shop. Kannst du jetzt mal runterkommen, du komische Hand. Danke. Ey, eine Pille, die richtig scheiße sein kann. Relax, okay. Weiß nicht. Wahrscheinlich, die Pillen sollte man in dieser Challenge erst einsetzen, sobald man PhD hat. Ey, da können wir uns heilen. Ja, geil. Ah, das geht also trotzdem. Es gibt trotzdem diese Regenbogen-Scheißhaufen. Und die heilen einen auch voll. Okay, gut zu wissen. Dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, sich Leben dazu zu holen. Mega geil. Blaue Herzen gibt's halt nicht. Aber wir brauchen trotzdem noch den... Oh nein. Wir brauchen trotzdem noch den goldenen Raum. Er hat mir nicht mal gesagt, dass er... Warte. Hä? Guck mal, er macht gar nicht dieses Geräusch, dass er mir anzeigt, ob wir jetzt teleportet worden oder nicht. Das ist ja richtig assig. Da muss man auf die Map oben rechts achten. Also die wackelt. Da, haha, guck, wir haben nämlich doch noch einen goldenen Raum. I knew it. I knew it. Wir hatten doch noch nicht alles. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt einen goldenen Raum hatten. Ich glaube, das ist der erste. Wir können rerollen, aber was soll's. Sprinkler. Oh, auch ganz nett. Der schießt zumindest. Warte, wie sieht das aus mit unseren Tränen? So, der schießt ja einfach und dann... Wir haben auch den Effekt. Oh, das ist natürlich eigentlich ganz nice. Aber ich glaube, ich gehe mit den Leben, einfach weil wir Leben brauchen in dieser Challenge, weil wir sonst keine Leben dazu bekommen. Kane's Other Eye schießt auch. Schießt er unsere Tränen? Nee, okay, schade. Der schießt einfach nur komische Billo-Tränen. That's sad. That's sad, man. Zehnermütze können wir mal mitnehmen. Ich hätte ehrlich gesagt, dass die einen Lack abgibt, weil die so geglänzt hat, aber hat sie nicht gemacht. Höchst interessant. Weil ich glaube, man kann bei Münzen erkennen, wenn die so komisch leuchten und funkeln. Oh, noch ein Lebensupgrade, nett. Dass sie dann einen Lack gibt. Also man kann das, glaube ich, einfach sehen. Wir hatten tatsächlich beide goldene Räume noch nicht. Ich habe wirklich überlegt, ob wir einfach zum Boss gehen. Weil ich dachte, dass wir eventuell beide goldene Räume schon hatten. Aber wir hatten tatsächlich gar keinen von beiden. Das wäre ja richtig blöd gewesen. Jawbone. Ist ganz nett. Ich glaube, das fliegt. Genau, ist so ein Fliegeding. Und hier haben wir auch den Shop. Hallo, Shop. Was hast du denn Schönes? Man weiß es nicht. Wir kaufen einfach mal ein. Treasure Map. Geil. Bringt uns richtig was. Ah, eher so gar nichts. Hast du vielleicht noch zwei Münzen für mich? Du vielleicht? Zwei Münzen? Nein? Aber zwei... Cool! Guck mal, unsere Chance auf dem Devil Deal ist damit zumindest gestiegen. Ja, der Rest lohnt sich nicht. Haben wir nicht noch irgendwie die Chance auf zwei Münzen? Ich hätte das andere Ding gern noch. Denn ich glaube, so viele Shops haben wir gar nicht mehr zur Verfügung. Einen Shop haben wir nur noch, ne? Eine XL-Ebene fehlt uns noch. Die mit Mom. Nee, warte. Das ist ja schon die Mom-Ebene, ne? Oh, da müssen wir jetzt schnell Geld sammeln. Komm, gib mir noch eine Münze. Eine nur noch. Dieser Raum muss uns eine Münze geben. Gib uns eine Münze, dann können wir uns eine Sache im Shop kaufen, die richtig geil ist. Hoffentlich. Oh, keine Münze für uns. Hier vielleicht. Ich will nur eine einzige. Mehr verlange ich doch gar nicht. Irgendeiner von denen wird ja wohl eine Münze haben. Oder seid ihr so arm, dass das nicht geht?
Ihr seid doch nicht ich. Ihr seid doch andere Leute jetzt. Nein, keine Münze. Wirklich nicht. Irgendwo. Ich habe sogar extra die Scheißhaufen kaputt gemacht. Und dann sind ja einfach keine Münzen. Naja, Leute. Dann laufen wir einmal zurück. Da wäre eine, aber die kann ich mir nicht nehmen. Zumindest eine Karte. The Sun. Okay, nett. Stimmt, das war auch noch eine Sache, die ich nicht erwähnt hatte. Karten und Purity und sowas, diese Daggers-Rune, können die Curses nicht wegmachen. In dieser Challenge. Das ist auch noch so eine Sache. Das heißt, The Sun bringt uns gar nichts, außer dass es halt Schaden macht und uns voll heilt. Also schon mega gut. Aber es wird nicht die Karte freimachen. Und jetzt schauen wir mal, was wir für einen Boss haben. Hallo Chubby, mal zwei. Ich würde dir gerne Bomben geben, weil ich weiß ja, dass du Bomben magst. Aber weiß ich nicht. Huch. Dann hätte ich nicht mehr so viele. Weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, Chubb. So, gern ich dich auch hab. Ja, RIP Devil Deal. Jetzt haben wir auf jeden Fall gar keine Chance mehr auf den Devil Deal. Oh. Kann dir, glaube ich, heute... Heute habe ich keine Bombe für dich. Naja, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie eine Doku guckt? Kennt ihr bestimmt aus dem Biologieunterricht? Ja, gehen wir lieber mit dem Biologieunterricht. Da können mehr Leute relaten. Wenn ihr da eine Doku guckt oder so... Über Milben oder so, wie die Milben aussehen und so, dass dann euer Kopf juckt. Kennt ihr bestimmt, ne? Und das habe ich gerade mit... Wir können unsere Karte nochmal einsetzen, das finde ich schön. Das habe ich gerade mit... Ich habe so eine Ratten-Doku gesehen, beziehungsweise sowas... Wer weiß denn sowas Artiges, warum Ratten ab und zu mal eine Klospülung hochklettern können. Und das ist genau dieser Effekt wie von diesen Milben, dass man sich dann kratzen muss, wenn man davon was guckt. Und jetzt gucke ich immer, wenn ich auf Klo bin, ob da vielleicht eine Ratte unten lungert und mich beißen will oder so. Ich weiß nicht, ob das möglich ist in Deutschland, ob Ratten durch das Klo kommen können. Gar keine Ahnung. In Afrika ist das, glaube ich, möglich, dass da Schlangen und sowas rauskommen. Aber in Deutschland bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube fast nicht. Aber ich gucke jetzt immer, ob da irgendwelche Ratten oder Schlangen oder sowas auf mich warten. Oh, wir waren sogar schnell genug. Achso, und es gibt nur das Negativ in diesen Run, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Aber wir wissen nicht, was es ist. Dann lohnt sich das nicht. Weil wir zu Satan müssen. Ja. Und ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie so ein Tick von mir, dass ich da mal reingucken muss. Das finde ich komisch, Leute. Das hatte ich auch damals im Bio-Unterricht, wenn wir schon bei Bio-Unterricht sind. Da hatten wir so eine Doku geguckt oder so ein... Naja, ist das eine Doku? So ein Wissensfilm über den Aufbau des Menschen, so Knochen und so. Und dann haben die irgendwann erzählt, dass man immer gerade sitzen soll, weil sonst das und das mit den Knochen passiert und bla bla bla. Und als ich das gesehen habe, ich steigere mich da immer irgendwie rein, ich stelle mir das dann zu doll vor, habe ich versucht, mich gerade hinzusetzen. Und in dem Moment, wo ich mich gerade hingesetzt hatte... ist mir einfach kreidebleich im Gesicht geworden und mir ging es dann richtig schlecht. Also ich keine Ahnung, ob das vielleicht an diesem Film lag und an diesen Knochen-Dingern, aber ich wurde wirklich kreidebleich und dann hat zum Glück ein Freund von mir noch den Lehrer gesagt, dass ich irgendwie nicht gut aussehe und vielleicht mal aufstehen sollte. Das war ein komisches Gefühl, Leute. Also keine Ahnung, ich mag sowas so allgemein nicht. Alles, was im Körper geht, der Körper ist mega eklig, Leute. Ich finde den super ekelhaft. Wenn ich Blut sehe, Blut kann ich gar nicht sehen, beziehungsweise Blut abnehmen, finde ich sowas von eklig. Den Gedanken daran, so eine Spritze im Körper zu haben, über eine längere Zeit, finde ich sowas von widerlich. Dann hängt dir da einfach so eine Spritze rum. I don't know. Was macht eigentlich Get Out of Jail? Ich weiß nicht, was es macht, Leute. Scheint eine sehr gute Karte... Oh, Smallrock, danke. Scheint eine gute Karte zu sein, weil sie so interessant aussieht, aber... Nun, I don't know. Ja. Also das kann ich nicht ab. Deswegen bin ich auch kein Stammzellenspender. Da habe ich mich jetzt auch mal informiert, Leute, was das genau macht, wenn man Stammzellenspender ist. Also erstmal ist das ja ganz, ganz nett. Man muss dann nur... Okay, interessanter Raum. Man muss dann nur seine Speichelprobe hinschicken und wenn du als Spender in Frage kommst, dann ist aber der richtig kranke Scheiß, Leute. Dann nehmen die euch erstmal Blut ab, so wie ich das verstanden habe. Beziehungsweise die geben euch Stuff und dann... So, ich muss mich kurz konzentrieren, dass ich hier keine Leben verliere.
Die geben euch irgendwelche Pillen oder Tabletten, dass euer Körper mehr von diesen Stammzellen-Stuff in eurem Körper produziert. Und sobald ihr die dann ein paar Tage eingenommen habt, nehmt ihr euch dann Blut ab. Also diese Stammzellen werden anscheinend... Also die gehen dann in dem Blut über, so wie ich das verstanden habe. Und dann nehmen sie euch irgendwann Blut ab und klaut euch eure Stammzellen. Und dann helft ihr Leuten. Aber irgendwie auch unter Vollnarkose und sowas. Und das ist alles komisch, Leute. Also Respekt an die Leute, die bereit sind, Stammzellen zu spenden. Und auch Blut finde ich auch schon krass, wenn man Blut spendet. Ja, da kriegt man vielleicht ein bisschen Geld. Minimal. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung mega eklig. Ein paar... Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder so. Aber eine halbe Stunde so eine Spritze im Arm zu haben. Und vor allem beim Blutabnehmen, da guckst du ja sogar zu. Da siehst du, wie live dein Blut aus deinem Körper gesogen wird. Da schaudert's mir. Da schaudert's mir richtig. Ich mag das gar nicht. Mag ich nicht. Ich mag aber auch Spritzen allgemein nicht. Ich weiß noch als Kind, ich glaube aber, dass als Kind ist das noch normal, dass man Spritzen hasst. Da musste ich halt geimpft werden. Da ist er. Und da mussten mich dann vier Leute inklusive meiner Mutter festhalten, weil ich so gezappelt habe und diese Spritze nicht haben wollte. War echt wie auf so ein wie nennt man denn das? So ein Folterstuhl habe ich mich da gefühlt. Eine Folterbank. Und die mussten mich festhalten, damit sie mein Blut mir abnehmen können. Oder so. Mega eklig. Leute, kommt ihr damit klar? Also Blut sehen ist noch okay, würde ich sagen. Wenn es zu viel ist und an ekligen Stellen, dann auch nicht. Aber Blut abnehmen finde ich mega eklig. Das finde ich auch schon bei anderen eklig, wenn die eine Spritze bekommen. Wenn im Fernsehen irgendwie eine Szene kommt, wo eine Nahaufnahme einer Spritze ist, wie die Spritze in die Haut eingeführt wird. Und da dann auch noch Blut rauskommt. Das ist super ekelhaft. Da kann ich gar nicht haben, Alter. Da muss ich dann auch Hand vor den Augen nehmen. Das ist super ekelhaft. Okay, gut. Wie läuft denn dieser One bisher? Er läuft sehr gut. Wir haben sehr gute Items bekommen. Da bin ich sehr froh drüber. Namentlich dieses komische... Ich habe ja keine Ahnung. Dieses Blitzi-Dingsi. Finde ich sehr gut. Unsere Karte ist auch übelst gut für diese Challenge, dass wir halt einfach rote Herzen bekommen. Was haben wir sonst noch? Ja, der Rest ist so okay. Dass wir halt fliegen und Spinnen spawnen, ist auch super geil. Mega gut. Wir haben auf jeden Fall super Glück. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch haben wollen würde, ist eventuell noch fliegen. Fliegen wäre ganz schön. Also die Fähigkeit zu fliegen. Oder... Also ein bisschen schneller zu sein wäre auch noch okay. Dass wir zumindest eine Einer-Geschwindigkeit haben. Ich kann eigentlich mal High Prices einsetzen. Wir hatten auch noch eine Sun-Karte hier irgendwo, gell? Die würde uns nochmal voll heilen. Wäre vielleicht gar nicht so scheiße, sowas mitzunehmen. Da müsste ich aber den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah, da spricht wieder der faule Sack in mir. Willst du wirklich den weiten Weg zurücklaufen, nur für eine Sun-Karte? Ich meine, du hast ja genug Leben. Zinn ab. Oh, jetzt haben wir sogar volle Leben. Ach, YOLO, Leute, wir brauchen keine Sun-Karte. Wer braucht schon eine Sun-Karte? Wir nicht. Nein, nein. Wir kriegen gleich sogar noch ein... Aua. Oh, da ist das jetzt weg. Ja, eine Sun-Karte ist schon gut. Damit wird uns eigentlich der Sieg sehr, sehr sicher sein, wenn wir eine Sun-Karte mitnehmen. Die wird uns voll heilen, die wird Damage machen. Und da wir halt keine Items bekommen in der Chest... Also das Einzige, wovor ich Angst habe, ist tatsächlich noch der Satan. Der könnte ein bisschen blöd sein, weil das halt auch eine Champion-Form ist. Der ist zum Glück nicht so assig wie in der Eternal Edition. Da ist er mega assig. Da habe ich ihn, glaube ich, noch keiner besiegt im Hard-Mode. Und dann müssen wir noch The Lamp besiegen. Wir werden jetzt halt keine Items mehr bekommen. Das heißt, mit den Items, die wir jetzt haben, müssen wir klarkommen. Deswegen gehe ich doch nochmal zurück und hole die Sun-Karte. Ich hoffe, die war hier irgendwo. Guck mal, hier ist sogar noch so ein... Hier ist sogar noch so ein Herzchen. Das hole ich mir, Leute. Volle Leben. Immer gerne. Ja, ein Raum, in dem ich noch nicht drin war, finde ich interessant. Oh, wieso? Ich will hier keine Räume machen. Ich will einfach nur meine Karte haben. Na gut, dann machen wir die Räume, damit wir... Unser... Oh Gott, ich verliere garantiert ein Leben. Nicht? Okay, cool. Damit wir unsere Karte wieder voll bekommen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ein Raum noch. Aber ich dachte hier... Lol. Hallo. Geht's dir so? Ich dachte hier wäre irgendwo diese Karte. War das nicht in dieser Ebene? Ich hätte schwören können, doch. Hier war der Kartenraum, genau. So, einmal die Sun mitnehmen.
Get out of jail free card. Was könnte sie denn machen? Warte, steht da vielleicht irgendwas als Subtext? Open Sesam. Okay, die macht dann Türen auf. Ist das dann so wie Dad's Key oder was? Ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall Sesam mit. Und dann sind wir, glaube ich, ganz happy. Da muss schon sehr viel schief gehen, damit wir jetzt noch verlieren. Also wir haben so viele Leben, wir können so oft getroffen werden vom Satan. The Lamp wird garantiert kein Problem sein. Jetzt habe ich gar keinen Plan, wo der Boss ist. Jetzt sowieso nicht mehr. Wo sind wir hier? Oh nein, in die Sackgasse. Ich bin für immer verloren in The Womp. Ah, diesen Raum kenne ich. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie nach links. Nee, haben wir nicht eben schon? Hör auf! Ich hasse Curse of the Labyrinth. Hey, hier war ich doch eben schon. Oh mein Gott, wo sind wir? Links? Ich glaube, hier war auch irgendwo noch eine goldene, eine weiße Truhe, aber keine Ahnung, die ist jetzt weg. Da, da ist sie ja. Hallo, was haben wir denn hier? Noch eine Karte. The Magician bringt nun gar nichts. Ja komm, wir öffnen dich nochmal. Nee, will ich nicht, aber danke, dass du mir sowas anbietest. Hier will ich auch nicht rein. Okay, Leute, ich raff's nicht. Ich gehe jetzt einfach immer hin und her, bis der mich eventuell mal vor den Boss packt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Funktioniert, oder? Ja, nee. Nicht so wirklich. Danke. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, interessant. Mhm, okay. Da ist der Boss. Oh mein Gott, das war ich hier wirklich richtig lange. So. Okay, das Herz haben wir schon besiegt. Wir müssen auf jeden Fall zu Satan. Ich weiß gar nicht, warum der Beam hier überhaupt offen ist. Okay, egal. Wir müssen zu Satan, weil wir müssen... Nee, warte, wir müssen Mega-Satan besiegen. Hä, vielleicht haben die das in Afterverse Plus geändert? Bin ich gerade verwirrt. Ach nee. Nee, alles gut. Wir haben ja das Negativ mitgenommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu Satan, damit wir überhaupt zu Mega-Satan kommen können. Ich weiß allerdings, ich weiß nicht so richtig. Okay, das war eine richtig dumme Idee von mir, dass ich eine Pille nehme. Ich bin mir nicht sicher, ob... Hä? Ob der One beendet ist, wenn man Isaac besiegt, weil dann kommt man ja nicht in die Chest rein, weil man hat das Negativ dabei. Und ob dann der One fertig ist, ohne dass man das freischaltet, was man halt freischalten will. Also ohne, dass man die Challenge abschließt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Challenge auch macht, dann geht auf jeden Fall zu Satan, weil ihr müsst eigentlich zum Mega-Satan am Ende. Würde ich empfehlen. Ich wundere mich wirklich, dass einfach dieser Strahl da jetzt ist. Na, egal. Ich habe euch auch neulich erzählt, dass ich jetzt meine Hui-Lights immer benutze, wenn ich Oso spiele. Der lohnt sich hier nicht mehr. Und seit ich das nutze, kurz darauf haben die Nachbarn sich jetzt so eine Jalousie geholt. Also die können hier in mein Zimmer reingucken. Und ich glaube, das hat die so sehr genervt mit diesen Hue-Lights, dass es immer hin und her gewobbelt ist, dass sie jetzt so eine Jalousie haben in ihrer Küche, von wo sie immer hier reingucken können. Richtig strange, Leute. Ich glaube, die haben sich genervt gefühlt. Ja, die haben sich abused gefühlt vom Licht. Jetzt schließen sie sich da mal ein. Oder die wollen irgendwelche komischen Sachen in ihrer Küche machen. Was weiß ich schon, Leute. Was weiß ich, was erwachsene Leute so machen in ihrer Küche. Wo man nicht zugucken darf. I don't know. Fand ich auf jeden Fall witzig. Aber wo ist denn jetzt der Boss? Waren wir hier oben schon? Ich hasse diesen Curse. Das ist der schlimmste Curse aller Zeiten. Dass man nicht weiß, wo man hinläuft. Und jetzt haben wir schon eine Karte. Und sie bringt uns einfach nichts. Aber schön, dass wir sie haben. Das wird einfach nur ein X drauf angezeigt. X drauf angezeigt. Aber wir wissen trotzdem nicht, wo wir graben müssen. Eine komische Karte. Das ist quasi wie so eine Karte, die dir die Schritte ansagt, die du gehen musst. Und zeigt dir auch, wo das X ist an. Aber sie sagt dir nicht, von welchem Standpunkt du starten musst. Und gibt dir auch keinen Tipp dazu. So ist diese Karte gerade. Für mich. Das ist irgendeine Karte aus irgendeinem fremden Land, die mir nichts bringt. Ich kann keine Karten lesen, deswegen ist das einfach nur ein Fragezeichen. So, what are you? The Stars. Okay, interessant. Will ich nicht. Gib mir meine Sun-Karte wieder. The Sun ist besser. Die entleitend mich nimmer. Waren wir hier schon? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh. Hä? War hier nicht der Anfangsraum? Scheinbar nicht. Oh Mann, mein Hirn kriegt das nicht hin. Spiel, hör auf. Hier ist der Anfangsraum. Ich wollte eigentlich hier nach unten und der Raum hier unten müsste neu. Ja, der ist neu.
Bringen wir das mal auf, aber auch falsch schon wieder. Haben wir da eine Bombe. Cool. Da, 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 da. Neue Räume! Wir waren noch nicht rechts. Wir sind gleich nach unten gelaufen. Okay, interessant. Ein Schlüssel. Brauchen wir alles nicht mehr. In der Chest gibt es sowieso nichts mehr zum Aufschließen. Ich glaube, in der Dark Chest kriegt man sowieso gar keine Items mehr, oder? Auch nicht von den Gegnern, die da so sind. Die Dark Chest ist sowieso viel anstrengender als die Light Chest. Ich nenne die einfach mal so. Ich weiß, dass es nicht die Dark Chest ist, sondern der Dark Room oder so, wie der heißt. Aber ich nenne sie einfach Dark Chest, weil man ist entweder der Chest oder der Dark Chest. Ja, ja. So. Ich würde gerne mal wieder mein weißes Herz hier voll kriegen. Aber irgendwie kriege ich das gerade nicht hin, ein paar Räume nicht getroffen zu werden. Pow, 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 pow. Another key, another mitris. Tum, 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 tum. Ja, ansonsten habe ich heute endlich mal meine Deutschaufgabe beendet. Oh, cool. Aus dem dritten Studienmonat, das ist irgendwie schon seit 4 Monaten fällig. Oh, hier ist tatsächlich was, okay. Hatten wir nicht so einen Raum schon? Seit 4 Monaten sollte ich diese Deutschaufgabe abgeben und jetzt habe ich es endlich mal gemacht, Leute. Richtig gut. Eigentlich bin ich schon viel weiter. Ich habe das jetzt erst abgegeben. Ich bin der King im Procrastinaten. Da haben wir den Boss. Oh nein, wir müssen gegen Geister kämpfen. I don't like you. Bin ich der Kistengeist? Ich werde euch mit meinen Laserstrahlen alle aufsaugen. Oh, you are still alive? Even though you are a ghost? That's crazy, man. Hallo, Satan. Ich habe eine Bombe für dich. Na, zu spät, zu früh. Wie spät ist der denn bitte gespawnt? Hat der gewartet, bis die Bombe weggegangen ist? Was ist los mit ihm? Was ist denn los mit dir? Dude, was ist denn los? Ich habe richtig lange nicht mehr gegen The Lamp gekämpft, fällt mir gerade auf. The Lamp ist nicht immer an einem Ort, ne? Der kann sich, glaube ich, auch bewegen und so. Weiß gar nicht. Kann sein, dass ich gegen The Lamp gar nicht mehr klarkomme. Ich weiß gar nicht mehr, was seine Angriffsmuster sind. Ich glaube, der hat so einen Dash und so. Aber das ist die normale Version vom Satan. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig und wir sind super langsam. Aber an sich, das hier wird wahrscheinlich der schwerste Fight sein, den wir jetzt zu bestreiten haben, weil wir auch so langsam sind. Aber eigentlich dürfte uns nichts passieren. Selbst wenn wir noch ein paar Leben verlieren sollten, geht es uns ganz gut, weil wir halt unsere Sun-Karte haben. Das ist echt noch so ein Ass, das wir gerade haben. Die Sun-Karte. So, dritte Form ist super easy. Eventuell nicht so ganz so easy, weil wir mega langsam sind. Aber eigentlich ist die dritte Form richtig einfach. Ihr müsst einfach immer warten, dass die... Also immer in Bewegung bleiben, aber nicht so krass in Bewegung bleiben, sondern immer so lange in Bewegung bleiben, wie die beiden Füße runterkommen. Ihr wartet halt, bis der erste Fuß kommt, dann bewegt ihr euch ein bisschen, wartet, dass der zweite Fuß runterkommt, greift den zweiten Fuß an. Ist eigentlich genauso wie bei Moms Fuß. Also die dritte Form von Satan ist mega easy. Oh, schön. Und wir haben volle Leben, Leute. Hier, 12 Herzen. Geil. Fällt mir. Okay, letzte Ebene. Funktioniert überraschend gut. Und warte, man kriegt ja doch Items. Ah, nee, okay, in der Dark Chest. Wir müssen gar nicht gegen The Lab kämpfen. Ich habe voll den Scheiß erzählt. Hey, aber guck mal, wir kriegen trotzdem ein Item. Wird das? Das ist garantiert Bob's Brain, aber ist mir egal. Gabby's Tail, okay. Why not? Werde ich nicht einsetzen, ich bin ja kein Vollidiot. Wir haben auf jeden Fall fast volle Leben. Wenn wir 4-mal getroffen wurden, dann würde ich wahrscheinlich mal The Sun einsetzen, einfach um wieder volle Leben zu haben. Na dann, hallo Megasatan. Ich glaube, wir sind stark genug für den. Wenn das jetzt keine super krasse Mega-Edition ist. Eine Mega-Edition des Megasatans. Das wird garantiert kommen in den neuen DLC, oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Unser Damage ist nicht ganz so schlecht. Er sieht erstmal schlecht aus, weil wir nur einen 7er Damage haben. Aber mit diesen Laserstrahlen, die immer kommen, oder diese Blitze, ist unser Schaden, glaube ich, höher, als man vermuten mag. Naja, der Megasatan. Sollte nicht allzu schwer sein. Es macht übrigens mehr Damage, wenn ihr auf den Kopf zielt und nicht auf seine Hände. Weil die Hände machen gar keinen Schaden. Es sei denn, ihr macht eine Hand von ihm kaputt. Dann macht das, glaube ich, 50 Schaden oder so zum Megasatan. Oh, lol. Okay, erster Hit, merken wir uns, zweiter Hit, merken wir uns. Zwei Hits, noch drei, dann setzen wir unsere Sun-Karte ein. Einfach von 2 Lasern, einfach mal gekrustet worden.
Jetzt sind wir schön kross gebraten, Leute. Dritter Hit. Oh Gott, okay, wir werden ganz schön häufig getroffen hier. Immer schön den Kopf angreifen, wenn möglich. Die Harbingers, ja, ja. Hier hat mir Nicole auch irgendeinen Tipp gesagt, wenn die Harbingers kommen, dass ich irgendwen erst töten soll und dann die anderen. Habe ich schon wieder vergessen. Ist aber auch locker schon wieder 2 Wochen her oder so. So, du bist tot. Dritter Hit. Wenn wir noch einmal getroffen werden, dann werde ich die Sandkarte einsetzen. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich 6 Leben oder sowas. Aber sicher ist sicher. Und dann haben wir halt wieder 12 Leben. Okay. Okay, hallo Sandkarte. Wie geht's denn so? Jetzt haben wir auf jeden Fall 12 Leben. Aber ich werde hier sehr, sehr häufig getroffen. Ich schmeiß das einfach mal. Ich schieb das mal auf unsere Geschwindigkeit. Weil wir nicht mehr eine 1er Geschwindigkeit haben. Und dadurch natürlich das Ausweichen mega, mega schwer ist, Leute. Ja, ja. Nicht, ich spiele hier nicht schlecht. Nein, nein. Es liegt alles daran, dass unsere Bewegungsgeschwindigkeit so kacke ist. Okay. Anscheinend ist unser Damage doch nicht so geil, wie ich das eben sagen wollte. Ich wollte unser Damage besser darstellen, stehen lassen, als es eigentlich ist. Bin trotzdem zufrieden, Leute. Man muss vielleicht ein bisschen Glück haben in dieser Challenge, da gebe ich euch recht. Mit den Items, die man bekommt. Aber wir hatten Glück. Jetzt nicht so ultra krassen Glück, dass das so gar keine Herausforderung mehr ist, aber mega hart oder ultra hart, wie die Challenge heißt, würde ich dazu nicht sagen, dass sie jetzt ultra hart war. Ich glaube, die schwarze Form von Mega Satan fängt noch nicht an zu bröckeln, oder? Ich glaube, das ist erst bei der weißen Version, wo man dann sieht, wie viele Schaden man den schon gemacht hat. Aber ich bin gerade ein bisschen froh, dass dieser Part auch nicht so lange geht. Das ist halt so ein normaler Dizzy-Part, so 1 Stunde. Ich glaube, wir sind gerade so bei 50 Minuten. Und wäre ich in dieser einen komischen Ebene nicht die ganze Zeit hin und her gelaufen, weil ich nicht wusste, wo ich bin, dann wären das bestimmt nochmal 4 Minuten weniger gewesen. Aber habe ich garantiert sowieso draus geschnitten, also wisst ihr davon gar nichts. Oh Gott, okay, vor denen habe ich mega Angst. Okay, sie töten sich gegenseitig, finde ich gut. Okay, vor denen hatte ich Angst, vor Megalast hatte ich Angst, weil der halt mega schnell ist und ich habe die Befürchtung, dass wir zu langsam für den sind. Ich glaube, eine 1er-Geschwindigkeit langt nicht für den, wenn ein wirklich auf den Fersen ist. Oh man, okay. Haben wir, der macht doch einen Laser, gell? Die tun sich auch alle gegenseitig weh. Okay, wir haben 2 Leben verloren. Das heißt, wir haben noch 10. Oh, jetzt haben wir noch 9. Okay. Vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen. Ist ganz nett, wenn uns der Shopkeeper trifft. Dann spawnen wir hier zumindest ein paar Fliegen. Acht. Scheiße. Will ich viel zu viele Leben, Leute. Und der Mega-Satan stirbt einfach nicht. Gosh. Ist das vielleicht doch eine Special-Edition, die mehr Leben hat? Aber sie ist ja nicht rot. Das ist so eine Kacke, dass unsere Tränen sehen genauso aus wie seine. Dadurch ist das ein bisschen schwerer, den auszuweichen. Der Jawbone ist mega nice, weil der ab und zu mal die Tränen von den Gegnern wegschmeißt. Oder blockt, besser gesagt. Mega gut, da kommt noch einer, genau. Wie viele kommen von den 2 oder kommen alle 4? Bin mir nicht sicher. Puh, aber ich hätte nicht gedacht, dass dieser Fight so lange dauern wird. Ich dachte echt, wir sind ein bisschen stärker. Naja, machst du nix. Unser Meister-Damage kommt wahrscheinlich auch, wenn er mal treffen würde, von dem Chubby hier. Der ist halt mega langsam, deswegen kann man den nicht so häufig verwenden. Wie viele Leben hatten wir noch? 9 oder 8? Ich glaube 9. Ich habe wahrscheinlich meine Sun-Karte ein bisschen zu früh eingesetzt. Okay, hallo. Da bin ich wieder. Kannst du dann irgendwann mal sterben? Boah, er wird schon sauer. Glaube ich, eventuell. Er hat eben aus seiner Nase geschnauft und das macht man doch nur, wenn man sauer ist. Wie lange das dauert? Der ist noch nicht mal in der zweiten Form. Sind wir echt so schwach?
Ich habe mich im ganzen Run eigentlich nicht allzu schwach gefühlt, muss ich sagen. Also die Gegner sind alle gut gestorben. Wir hatten jetzt auch keine... Okay, danke. Wir hatten zwar keine krassen Bosse oder so, die mega viele Leben hatten, wo man das mal sehen könnte. Aber ich habe mich trotzdem nicht so schwach gefühlt, wie ich mich jetzt gerade bei dem Mega-Satan fühle. Naja, Leute. Machst du nix. Ein Glück ist der Mega-Satan nicht so schwer. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir... Dass unser... Range Up so hoch ist, dass wir auch von hier hinten einfach angreifen können. Kriegt er schon Risse? Hallo, kriegst du schon Risse? Einfach stehen bleiben, da passiert einem nichts. Easy. Hat er jetzt schon Risse? Ich kann es nicht richtig sehen, Leute. Ich weiß das nicht. Test, test. Okay. Mein Sound ist wieder weg, kennt ihr ja schon aus der letzten Folge. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe. Wenn ich das Spiel verlasse, deswegen mache ich es lieber nicht. Müsst ihr mal kurz den den Super Mega Devil Fight hier ohne Hintergrundsound erleben. Tut mir leid, Leute, aber anders geht das gerade nicht. Ich glaube, ich packe da dann einfach nochmal die Isaac-Musik manuell drunter. Jetzt passt die vielleicht nicht mehr so, wie der das sagt hier. Also ihr hört jetzt nicht mehr, wie Mega Satan seine Attacken macht. Aber Leute, da müsst ihr jetzt mit leben. Guck mal, wer besiegt. Ja, cool. I'm happy. Yay. Die weiße Version war gar nicht so schwer wie die normale Version. Ja, wir haben die Ultra Hard Challenge geschafft. Wup, wup, wup. Kleiner Hype. Und Samson feels healthy. Haben wir freigeschaltet. Jetzt startet Samson nämlich mit... Können wir nachgucken? Hier, mit Child's Heart. Nice. Gut, dann würde ich sagen, fehlt uns nur noch eine Challenge, nämlich die Pokémans Challenge. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht so schwer sein, wenn nicht mehr die Ultra Hard Challenge so schwer ist. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Sorry wegen dem Sound. Und tschüss.